Wacke, wacke, wacke. Oder wake, wake, wake. Wir wissen es nicht, aber ich heiße euch willkommen bei Alan Wake. Hier bei Moonmots More mit mir, J-Mo. Und einer neuen Folge ums Licht. Und die Besessenen, da brennt's aus dem Schlot, aus dem Kamin. Wir sehen uns nochmal um, was liegt hinter uns. Dieses Sägewerk, Bergwerk, was auch immer. Da unten müsste unser Auto geparkt stehen, bereit zur Flucht. Wir müssen jetzt den Strom ausschalten, um über den Elektrozaun zu kommen, um weiter vorzudringen. Zum Mirror's Peak, glaube ich, war das. Oder haben wir das schon erreicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, um näher zum Bergwerk zu kommen. Aber bevor wir das tun, rüsten wir uns mit etwas sehr Wichtigem. Der Leuchtpistole und Munition dafür. Eine sehr, sehr gute Waffe. Jetzt werden wir erstmal wieder zum Revolver greifen. Denn ich benutze diese Waffe erst dann, wenn es notwendig wird. Ich hoffe, es wird nicht notwendig. Wir haben ja das Auto. Da werden wir gleich hinflüchten. Was jetzt passiert, das weiß ich nicht. Aber viel Spaß bei dieser Folge. Strom aus. Und wir sind sowas von am Arsch. Okay, scheiß drauf. Wir laufen schnell zum Auto. Fuck, fuck. Komm schon. Oh, fuck. Haha. Im Auto sind wir erstmal sicher. Ich hoffe, das Explo-Fucking explodiert nicht. Oh, fuck. Komm. GTA-Style. Fuck. Was ist denn hier die Bremse? Uns fehlt schon eine Tür. Okay, nee, ich räume erst hier mal auf. Wow, ho, ho, habt ihr gesehen, das war sehr knapp an dem Dingens vorbeigeschrammt. Komm, Chris, Metallstoßstange, du dreckiger Hundesohn einer ungekochten Katze, was auch immer ich damit sagen will. Geh. Boah, ich weiß nicht, wie viel das Auto noch aushält. Ich hoffe, es explodiert nicht, sondern gibt einfach dann nur den Geist auf. Ey, die Steuerung ist ein bisschen schwammig von dem Auto. Fuck. Bist du festgefahren? Okay. Was haben wir da? Das ist ein Mistkerl. Friss. Das! Ah. 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 Wegrecht. Es scheint erstmal sicher zu sein. Steigen wir aus. Und jetzt müssen wir uns unseren Weg hier bahnen. Gibt es hier unten noch eine Seite? Nein, hier ist nur irgendein Ding. Wir stoßen das mal runter, sicherheitshalber. Nicht, dass es uns noch in den Nacken reinspringt oder was auch immer. Okay, wir sind noch nicht ganz so weit, wie wir sollten. So kann ich denn da nicht hochklettern? Ich traue nämlich der Ruhe jetzt nicht. Aber wir haben noch genug Zeug, um uns zu verteidigen. 12 Leuchtfackeln. Gehen wir mal hier hoch. Lufthoheit. Naja, hat nicht viel gebracht. Doof, 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 Alan Wake. Ich sollte ihn nicht immer Alan Wake nennen. Nur Alan oder Mr. Wake. Wow. Fuck. Komm, verschwinde. Wow. Geh drauf. Ah, nein. Boah. Nee, ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht.
Ein fairer Kampf sieht anders aus. Doch ich spende euch keinen Applaus. Fuck. Hängen geblieben. So, ausgeschaltet. Nein. Das war eine Falle von mir. Ich hab dich rankommen lassen, um dich jetzt auszuschalten. Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Kommen wir denn hier weiter? Moment, wir sind von hier gekommen. Also hier geht's nicht erstmal. Also hier geht's nicht weiter. Wir kriegen aber hier noch schöne neue Munition. Batterien. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen da weiter, wo die Typen rausgekommen sind, aus ihrem Kabuff da, durchgebrochen durch die Wand. Also wir müssen vorsichtig sein. Hier könnten scheinbar jederzeit irgendwer hier durchbrechen. Seiten gibt es hier keine, leider. In diesem verlassenen... Ich weiß gar nicht, was das genau hier ist. Sägewerk, Mine. Fuck, ich hab Fußtrippeln gehört. Und es waren nicht meine Fußtritte. Egal, wir gehen da jetzt rein. Okay, hier ist alles safe. Wir nehmen auch mehr Batterien mit. Was ist das? Revolvermunition? Boah, nee. Ich höre da auf jeden Fall... Ist es der Entführer? Vielleicht ist es ja nur der Entführer. Wir werden das gleich herausfinden, wenn wir hier reingehen. Im Notfall benutzen wir eine Leuchtrakete. Leuchtfackel. Okay, diese Fässer sagen mir nichts Gutes. Das riecht hier ganz schön nach Kampf. Ich hoffe, ich schaffe es. Komm schon. Jawollo. Eigentlich wollte ich ja auf dieses Fass. Trust no one in the dark. Okay, das ist ein guter Hinweis. Wir sollten niemandem vertrauen im Dunkeln. Bin ich sowieso nicht gewillt. Ich bin ja nicht mal gewillt, jemandem zu vertrauen, wenn es hell ist. Wobei, dieser Pat Main, dem konnten wir vertrauen. Ich hoffe, dem passiert nichts. Ich hoffe, der geht nicht drauf. Der scheint sehr nett zu sein und auf jeden Fall auf unserer Seite. Deswegen können wir hochklettern. Aber wollen wir da hochklettern? Und warum können wir nicht diese Kiste hochklettern? Um zu gucken, ob da oben was ist. Hier gibt es so viele Sprengfässer und ich habe mich jetzt gar nicht getraut, die überhaupt alle anzuschießen. Ich will aber dieses Fass mal anschießen. Wir wissen, ob das ein explosives Fass ist. Nein, das ist gar kein Fass. Wollen wir also kein Fass aufmachen und klettern hier hoch, um zu gucken, zu sehen, von wo dieses Trappeln denn endlich herkommt. Irgendwo muss es ja herkommen. Follow. Mann, wer hat diese Botschaften hinterlassen? War das vielleicht der Boss von diesem, wie hieß er, Mole Mod? Mod, glaube ich, hieß er. Mod, genau. Aber erstmal gucken wir, was in diesem Tagebuch-Seiten-Ding steht. Wake wird vom Dunkel berührt. Eklig. Ein paar der Besessenen besaßen noch Reste ihres früheren Ichs. Doch das waren nicht mehr als Zuckungen eines Verstorbenen. Es blieb nur eine Hülle, bedeckt und ausgefüllt mit Finsternis. Meist genügten diese Marionetten den Zwecken des Dunkels. Bei größeren Zielen aber, wie etwa dem Schreiber, war das anders. Es brauchte seinen Verstand. Anstatt ihn also ganz zu übernehmen, berührte es ihn nur. Ich weiß nicht, was das genau heißen soll. Ich will es eigentlich gar nicht so genau rausfinden. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht sehr gut an. Okay. Mann. Das heißt, wir hören hier also Schritte, obwohl hier niemand ist? So ein Scheiß. Was ist das? Hier ist also der Tornado durchgefegt, oder was? Was war denn das? Ist das ein Ach, das ist eine Zugwaggon. Ist das? Ey, ich hasse das! Immer diese abgetrennten Bereiche. Warum darf ich denn jetzt dann hier nicht wieder hoch? Ist doch mal ein bisschen bescheuert, oder nicht? Wow, 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 wow. Wow. Wow, 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 wow. Bäumchen, bleib mal da, wo du bist. Drecksteil, ey. Es bedrohen mich schon Bäume, ey. So weit ist es gekommen. Die Natur schlägt zurück.
Bäume, einst deine Freunde, schlagen wild aus, um dir zu vernichten. Wir müssen da rein in diese kleine Hütte, um das Tor aufzumachen, nehme ich jetzt mal schwer an. Okay. Die Tür ist zugegangen. Wir nehmen uns die Revolver-Munition. Wir nehmen uns die Batterien. Wir öffnen dieses Ding und wir benutzen das Tor. Damit es aufgeht. Fuck. Nein. Können wir hier aus dem Fenster? Schade. Leider nicht. Okay. Egal. Was soll uns denn schon passieren? Aus einer Horde Verrückter, die uns angreifen wird. Eventuell. Die Blendgranaten gehörten nie im Leben zur Standardausrüstung einer Energiefirma. Ja, ist die Frage, wie kommen sie denn hier überhaupt dann hin? Und warum kann ich das Auto nicht nehmen? Hat das mal jemand vernünftigerweise mal abgeschlossen? Schauen wir erstmal, was sich hier hinten befindet. Nichts, nur ein Weg. Hier könnte man mit dem Auto natürlich langfahren. Wenn man durch das Tor kommt. Aber das schaffen wir nicht. Und hier ist, ich habe schon gesehen, da liegt überall schwarze Dunkelheit. Und toll, so weit weg. Hier. Komm, piss dich. Mit mir nicht, mit mir nicht. So. Ich lösche die mal aus. Was, das sind auch für eklige Flecken hier. Voll Ölflecken oder sowas. Könnte auch irgendeine Art Code sein. Vielleicht ist das das, was das Dunkle projiziert. So ein bisschen dunklen Code. Ich meine, wieso kleckert das denn sonst hier rum? Eklig. Ist da oben noch irgendwas? Okay, wir sollten uns hier wahrscheinlich nicht so lange aufhalten, wobei es momentan ruhig ist und ich find's cool, dass es ruhig ist. Okay. Da kommen schon die nächsten Spinner. Mit denen werden wir aber noch fertig. Komm, wir haben eine Leuchtfackel, ich benutze sie jetzt mal. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, mein Freund. Du nicht. Fuchikato, sag ich dann noch. Oh nee, da kommen immer wieder neue. So. Nimm das, nimm das. Fuck. Komm, verpiss dich, du dreckiger Hund. Fuck. Nimm das. Boah, ich hasse euch, ihr verdammten Wichser mit euren scheiß fliegenden Äxten. Könnt ihr nicht mal was anderes machen, außer immer rumzuwerfen? So, wir benutzen mal ein paar Batterien. Wir haben ja ein paar. Komm schon. Wow. Bis. Ah, voll schlecht geschossen. So, jetzt aber. Wir müssen langsam aufpassen, weil wir haben langsam keine Munition mehr. Aber scheinbar kommen die nicht immer und immer wieder, sondern die kommen halt mit Wellen und dann ist voll off. Doch, die kommen immer wieder. Fuck it. Wobei der gerade alleine ist. Fuck, wo ist der? Hunde, Sohn, einer, Hündin.
Also, wir können mit sehr viel Munitionsverbrauch die ganzen Typen eigentlich auch abknallen und dann in Ruhe weiterlaufen. Das wusste ich nicht. Ich dachte immer, da kommen immer neue Wellen. Aber scheinbar ist das nicht das Problem. Hey, da ist eine Seite. Die liegt auf dem Weg. Ich habe immer so das Gefühl, ich verpasse hier irgendwas bei dem Spiel. Okay, die hätte ich so oder so gefunden. Wahrscheinlich. Also die Munition geht uns langsam, aber sicher aus. Wake and Barry in der Zelle, also werden wir festgenommen. Ich starrte durch die Gitterstäbe der Gefängniszelle. Barry stand hinter mir und wippte auf seinen Füßen. Er sah so elend aus, wie ich mich fühlte. Agent Nightingale stand mit Sheriff Breaker auf der anderen Seite der Stäbe und hielt Manuskriptseiten in der Hand. Überdreht prahlte er, jetzt habe ich sie, Raymond Chandler. Es ist alles hier, alle Beweise. Inklusive denen für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Was? Dreht er jetzt vollkommen durch? Was haben wir denn an Munition? Okay, wir haben einiges an Munition. Vor allem, 11 Schuss mit der Schrotflinte. Verdammter Vogel. Der scheint echt zu sein. Ich dachte schon. Verdammte Nebelkrähen. So. Nein, ich will eigentlich die Leuchtfackeln. So. 9 Schuss noch. Da ist Licht. Da müssen wir scheinbar auch hin. Aber wir holen uns die Thermoskanne zuerst.